Unser Backofen glitzert. Ich sitze richtig sauber. Herzlich willkommen zu Das Glückskind. Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Meine Mama kann den Backofen sauber schaubern. Wie macht sie das? Simsalabim. Alles, was sie dafür braucht, ist 5 Päckchen Backpulver, etwas Spülmittel, eine Schüssel mit ein bisschen Wasser drin, ein Schwämmchen und ja, eine Gabel oder ein Löffel oder ein Schneebesen, um das Ganze zu verrühren. Zuerst öffne ich das Backpulver und gebe es in das Wasser hinein. Das Backpulver sprudelt nun ein bisschen. Nun gebe ich in etwa 3 Esslöffel Spüli hinzu. Das Ganze etwas verrühren und dann kann es schon losgehen. Ach so, ich empfehle euch übrigens, dass ihr unbedingt solche Einmalhandschuhe tragt oder andere Handschuhe, um eure Hände zu schonen, denn das Backpulver ist schon relativ stark. Nun nehmt ihr eure Schüssel, stellt sie unten in den Backofen und nehmt natürlich unbedingt den Schwamm mit. Und nun ca. 15 Minuten auf 75 bis 100 Grad. Um auf Nummer sicher zu gehen, öffnet ruhig ein Fenster in der Küche, damit ihr keine Dämpfe einatmet. So sieht das Ganze nun aus. Und nun nehme ich mir eine Schüssel mit klarem Wasser und dem Schwamm und noch einem Tuch und wische den ganzen Backofen aus. Jetzt noch so viel Wasser ist, könnt ihr auch einen Teil des Wassers erstmal mit Küchenrolle aufnehmen. Dann könnt ihr das besser auswischen. Dann tue ich mal mit dem Schwamm, aber ich merke schon, es ist nichts mehr angekrustet hier unten. Es hat sich wirklich alles gelöst. Und hier an den Seiten ist es jetzt ein bisschen angetrocknet, aber da gehe ich einfach nur mit dem Schwamm drüber und dann löst es sich. Genauso auch auf der anderen Seite. Jetzt wische ich wieder mit etwas Küchenrolle nach und dann nochmal mit dem feuchten Lappen. Ist der Backofen jetzt fertig? Ja. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, so sieht der Backofen aus. Es hat sich alles richtig gut gelöst. Das, was man hier sieht, ist einfach matt und vom früheren Schrubben. Hier sind noch so ein paar kleine Verkrustungen. Die sind nicht ganz abgegangen, aber dieses Schlimme, was hier war, ist alles weg. Man konnte es ganz leicht einfach abwischen. Also es hat richtig gut funktioniert. Ich sehe aus wie Sau. Übrigens auch die Glasscheibe ist super sauber geworden. Also es glänzt richtig. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr euren Backofen sauber haltet, ob ihr noch andere coole Tricks kennt, die den Backofen sauber halten. Dann haben wir vielleicht unten in den Kommentaren eine Sammlung von Tipps und Tricks. Beim nächsten Mal werde ich es auch mit Essig ausprobieren. Da gibt es auch noch ein Reinigungsrezept und da bin ich ganz gespannt. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Tipp was anfangen. Ich bin wirklich begeistert und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Unser Backofen glitzert. Ich sitze richtig sauber. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch.